ADHS geht auch mit einigen Stärken ein. Er ist so beides. Ne? ADHS kann dazu führen, dass man im sozialen, beruflichen Bereich und so weiter große Probleme hat, nicht so vorankommt, wie man sich das selber auch wünscht. Und auf der anderen Seite, wenn man so die richtige Nische gefunden hat, kann ADHS mit sehr vielen Stärken einhergehen. Einer großen Motivationsbereitschaft, andere auch zu motivieren, einem hohen Energielevel, einer Begeisterungsfähigkeit, einer Kreativität, um jetzt nur einige zu nennen, was viele ADHS-Betroffene dann auch auszeichnet. Und die das sehr erfolgreich, wenn sie die richtige Nische gefunden haben, dann auch einsetzen können.